uns wieder darauf. Jetzt ist der. Ups. Warum habe ich mir das nur gedacht? Sonst wäre das Rätsel viel zu leicht. Ja. Mal raufspringen. Nicht viel, okay, wieder runter. Rechts hinter dir. Rechts hinter dir war nichts. Du bist da so schon weg. Das sind Fenster schon. Ja, aber schau mal. So. Nur zum Raufspringen. Kann man durch. Diese Tür, sie hält das Wasser zurück. Noch nicht. Hölle. Was? Diese Tür, sie hält das Wasser zurück. Was machst du nicht? Ja. Die andere. Die da. Da komme ich ja nicht. Das geht ja so nicht. Das ist ein Metalltür, das kann ich nicht mit Öl aufsprengen. Das war aber auch ein Gitter. Das ist kein Gitter, das ist Holz. Jetzt komme ich nicht mehr vorbei. Genau wie die anderen. Da fehlt nicht viel und sie zerfällt. Gesehen? Es ist noch Öl in diesen Fässern. Ich glaube, wieder zurück und bleibt jetzt. Dieses Floß. Ja, was mache ich jetzt da? Da, in welche Richtung, also wo genau treibt das Floß hin? Genau nach links. Ja. Du musst vielleicht auf das Windrad, also auf das Wasserrad drauf. Und nach oben erst. Das dreht sich nachher. An der Wand. Der Pegel verändert sich. Will ich von da kommen? Ich glaub schon. Weiß ich aber nicht. Probier mal, ob du auf das raufkommst, rechts. Ah, da, schau. Da? Da. Ja, das weiß ich eh, du brauchst dich. Munition verschwinden. Aber ich komme eh wieder unlimitiert. Also ich kann
Ich habe nämlich schon geglaubt, ich kann einfach nicht probieren, weißt du, weil sonst ist es weg. Ja. Es ist noch Öl in diesen Fässern. Du musst das jetzt reinstellen. Ich muss auch gerade auffeuern. Ich glaube nicht, dass du das. Ich habe schon eine Idee. Ich muss das rüberschießen. Scheiße, die kommen doch nicht, oder? Ja, ich muss das da drauf geben. Ja, passt. Jetzt muss ich das, wenn es wieder zurückkommt. Bleib bis zum Schluss oben hängen. Solange du oben hängst, ist sie wurscht. Gleich sofort wieder. So, schau, das kommt nachher zurück und dann kann ich es aufsprengen, siehst du das? Jetzt treffe ich die. Jetzt müsste ich durchschwimmen können. Aber bei was? Das Loch vielleicht. Ich an das Ölfass auf der anderen Seite. Welches Ölfass? Na, oben. Oben. Bin ich auf der Rückseite davon da. Okay. Eine Barriere. Oh. Aber wie überwinde ich die? Das müsste mehr als genug Öl sein, um die Gänge da unten zu beleuchten. Aber Vorsicht beim Transport. Wir haben den Raffinationsprozess noch nicht perfektioniert und es ist noch explosiv. Du kennst den Mann, der den Bau überwacht. Wie wir alle. Ohne seine Kenntnis der Erde hätte keiner von uns die schwierige Reise überlebt. Halte dich nicht auf. Und wenn er nach Frau und Kind fragt, stell dich dumm. Er will nicht akzeptieren, dass sie bei unserem Exodus gestorben sind und rechnet täglich mit ihrer Ankunft. Wir brauchen seinen Verstand. Und wenn er die Wahrheit einsieht, verlieren wir ihn. Aber ich frage mich noch immer, was hat die gemeint fürs, für ein Öl auf der anderen Seite? Tja. Ah, vielleicht? Trotz der Katze, war eh klar. Ja. Hoffentlich kommen wir nicht raus jetzt. Ja. Ja komm, es reicht schon. Du tust jetzt mal sowas wieder sterben. Ja, aber wie Absicht immer dann, wenn wir irgendwas machen? Wenn jetzt rauskommt und kotzt. Aber ja. Kein Fisch heute. Kann ich mit dem Gaps in der Hand schwimmen? Ich glaube, du musst das jetzt aufs Floß.
nie aus. So was hin. Ich könnte es vom Floß aus. Ja, und ich glaube, du musst dann aufs Floß, weil du lässt das Wasser dann wieder steigen. Du nimmst es mit durch den Gang. Aber es hätte sich eigentlich ausgehen müssen. Nicht um das. Ich weiß schon, was da, ja. Okay. Ja. Du geduldiger, glaube ich, du solltest ja. Es wäre sich nicht mehr ausgegangen. Es ist immer weiter runtergegangen. Es ist eh nur schon am Limit. Ich weiß doch nicht, wie man ja. Wieder. Hallo? Wahrscheinlich, wie ich eins verliere, kommt wieder eins her. Drüben geht's raus wieder das Wasser. Da geht's ja schon raus. Du musst dich mehr zum Rand, glaube ich, stellen, weil du stehst ja ganz nah. Ja, aber was glaubst du, was passiert, wenn ich einen Knopf drücke? Das reagiert nicht so leicht. Ich drücke einen Knopf und die dreht sich 180 Grad um. Mal na gut, wir sollten das auch schaffen. Dann brauchen wir halt noch 2 Stunden da. Herunter. Kann ich schwimmen damit? Nein. Ja, es ist ja nur ist unrealistisch. Schwimmen damit, oder? Was sagst du? Aber wie ich es dir gesagt habe, einfach stellen. Ja, hat geklappt. Ich messe jetzt ja nicht runter. Nein, nicht. Und da kann es wenigstens nicht runterfallen. Gedacht hätte ich jetzt. Auch ganz schön. Bitte treffe ich wenigstens erst. Oh mein Gott, ich bin. Aber was jetzt? Ja, jetzt komme ich dahin. Nein. Was? Komisch, wie da eine Mutter drin sein kann. Ja, tut ja. Da warnt okay. Was irgendwann. Irgendwann. Was können wir jetzt? Was habe ich gelernt? Das ist ein altes Manuskript über die Gaben der Erde. Natürlich. Ach, das
so ist es scheinbar automatisch jetzt auch in der Nähe. Sehr gut. Ich halte mich mal den Signal drüben. Da drüben? Da drüben. Achso, das ist das Feuer. Um Gottes Willen, ich habe ein Feuer gesehen. Schaut nicht so aus. Euer Dokument. Noch blinkt. Ja? Ja, hier auf die Karte. Ja. Das hat ja gerade blinkt, das auf der linken Seite da. Oberhalb vom Hirsch. Das hat gerade eben noch blinkt. Und außerdem ist es weiß. Ich werde schon wieder, aber. Was steht da schon? Das ist auch noch das erste Schale. Hallo. Habe ich das Pferd gehört? Du bist auch gehört? Ja, das war nicht das. Ja, scheiße, dann tue ich halt den. Katze, geht's dir wieder gut? So, schnell reisen. Nicht darüber. Ich wollte nicht alles nochmal rausgehen. Wie soll ich da alles finden? Ich werde nie fertig mit dem Spiel. Wenn ich alles suchen muss. Ich habe noch fast gar nichts. Ich weiß nicht einmal noch, wie ich die Sachen darunter schießen kann. Fangen wir mal an. Ich habe die gegnerischen Truppen infiltriert und erfahren, dass sie auf die Ressourcen des Berges aus sind. Sie scheinen das von uns gehütete Geheimnis nicht zu kennen. Die Eisenstraße wird von Gefangenen gebaut, von Sklaven der Roten Armee. Auf der Eisenstraße verkehren riesige Maschinen, die noch mehr Sklaven, Nahrung und Material für den Bau einer kleinen Stadt heranschaffen. Ich muss zu meinem Volk zurückkehren, damit wir unseren Angriff planen können. Wenn wir ihnen schwer zusetzen, bevor sie den Berg erreichen, geben sie vielleicht auf und ziehen sich zurück. Aha, da haben wir wieder was, aber da werden wir die dich brauchen. Ah, was ist denn das? Munition. Ich bin nie fertig, ich bin wirklich nie fertig. Ich möchte da irgendwie rein, geht aber nicht. Da. Ja. In den Kampf oder so. Irgendwas muss sein. Ja, der Fasan vielleicht. Ja, oder genau. Das Händel. 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 Da waren wir ja schon unten, oder? Da waren wir jetzt gerade drinnen. Ist das der? Ja. Sicher? Ja. In der Höhle warst du schon? Und da drüben bin ich nicht. In der Höhle warst du schon? Ja. Im Rucksack, da war ich schon. Ich war aber da unten, da. Jetzt hast du mich. Ich bin das war mal da schon. Das ist ja das Beste jetzt gerade. Das war ja nur lange.
Oder nicht? Ist das ein Monolith? Ich schaue ihn nochmal zurück. Bevor ich irgendeinen Blödsinn mache. Definitiv russisch. Diese Markierungen deuten offenbar auf einen Ort in der Nähe. Aber ich verstehe es nicht genau. Ich muss russisch auf Stufe 3 bringen. Scheiß an. Ich gehe da vorbei, da hinten, bevor ich das lang hin und her laufe. Ein kleines, komplexes Aufziehspielzeug, gefertigt aus Metallteilen und Überbleibseln aus dem Gulag. Es muss lange gedauert haben, die Teile zu sammeln. Ja. So. Was geht hier schon aus? Ich hätte ich lieber einen Bogen, ich sag's da ganz ehrlich. Ich glaub's dir, aber trotzdem. So, und das sollte ich sicher nicht sein. Hast du das jetzt gesehen? Ja, dabei. Gewascht. Da ist noch was. Dann drinnen. Ja, noch? Hab ich schon gesehen. Auf der linken Seite. Na, durchgesehen. Ach, was ich immer sehe. Ja, freu ich mich auch. Ah, zum Schneiden von Seilen wird ein Kampfmesser benötigt. Ah! Also wenn ich ein Kampfmesser habe, kann ich daher kommen und die restlichen Sachen holen. Ja, und die Dinger runterhauen. Jetzt brauche ich aber zuerst einmal so Brandpfeile oder sowas. Hört sich nach Wölfe auch an. Mhm. Eichelhörnchen. Hast du es nicht gehört, was ich gesagt habe? Oh ja. Habe eh gegrinst. Ich weiß schon voll. Das habe ich nicht gesehen. Sagst du mir, ich hab die Pilze voll. Das hab ich immer gewusst.
wollte ich nicht vorher, oder? Nein, da ist der richtige Weg, da wollte ich nicht dran. Flagge. An diesem Punkt erfordert der Fortschritt Zellpfeile. Aber wie kriege ich Zellpfeile? Alles gebaut. Das gibt's nicht. Ich sammel zu viel. Ich hoffe, du hast mein letztes. Sammelst zu viel, aber das, was du brauchst, kriegst du nicht. Das Messer, die Seilpfeile. Ja, das wird irgendwo da umeinander gucken. Das Ding ist da hinter. Hinter dir. War was oder was? Das, was ich glaube, dazu kann sich anhalten. Ist das eh nichts? Höhle. Höhle? Kief. Ah, das war abgeschlossen. Zuschauerbelohnung. Ja, solche Dinge, da kann ich eh nichts drauf machen. Da komme ich auch noch nicht weiter. Das bekomme ich noch nicht runter. Die kriege ich Seilpfeile. Irgendwo Seile finden und so. Ja, genau, zum Seile durchschneiden muss ich Seile finden. Bei Seilpfeile? Ja. Muss Seile finden? Ja. Na, was gab's denn? Ist leichter Seilpfeil. Wie das ein zugeseiltes Tor ist und ich soll Seilpfeile finden, weil ich kann nichts an Seil brauchen dafür. Achso, ich hab mir gedacht, Seilpfeile sind so, dass du schießen kannst und dann spannt sich das Seil. Nein, Seilpfeile sind zum Durchschießen. Noch einmal abgestochen. So, irgendwo da muss ich jetzt hin. Zum nächsten. Ah, da ist wieder was. Ah, ich glaube, der kann mich da festhalten. Und tschüss. Letztes. Wo sind jetzt die Wölfe da? Die nerven mich schon. Die machen. Tja. Ich habe irgendwie gerade keine Ahnung, wie ich darüber kommen soll. Warum?
irgendwelche Pflanzen sind jetzt wieder da. Wenn ich die den Pfeilen so viel besser. So, weil ich ihm in den Kopf schießen wollte, aber dachte, das reicht. Das ist klar, ja. Also dran sich ein bisschen. Da schaut's was, ich mach da. Hilfe. Da oben ist der letzte Turm. Ah, ich sehe schon. Klassik. Dann habe ich glaube ich auch noch. Guck. Dann brauchen wir gleich wieder. Sind schon wieder da. Jetzt sind schon wieder irgendwo. X habe ich vergessen zu drücken. Fertig. Kehren Sie zum General zurück. Doch. Gehen Sie schneller den Weg. Cool war ich da schon einmal. War doch gerade irgendwas unten, ja, oder? Ja, nein, das war auf dem Auto drauf. Okay. Zufällig gefunden. Juhu! Warten jetzt da hinten war er. Was? Auf dem Auto ist was drauf. Ja, ich. Essen? Da noch einmal her? Ja, weil ich glaube, ich muss eh dann nachher darauf. Aha. Ich sage, das ist alles so arg versteckt. Da bin ich nie fertig. Im Spiel. Ja, da komme ich weiter. Das wollte ich ja überhaupt nicht. Ich habe nicht gesagt, du sollst weitergehen, aber ich habe gemeint, du kannst das Ding noch vom Auto holen. Eiskalt.
ist kalt. So, dann darüber. Also ich muss hier noch die Haare vorher machen. Ja. Mit hässlichen Haare kann man nicht drüber springen. In der Aerodynamik. Seilpfeile, und warum willst du da das Seil runterschneiden? Das frage ich mich gleich. Ja, aber hat er nicht vorher auch Seilpfeil anzeigt? Ja, vielleicht muss auf die Tür schießen und das dann wegziehen. Aber ich denke mal, das ist unnötig, wenn du da einen Seilpfeil hast, der schneidet und ein Messer auch. Haben wir noch eine Höhle schon. Tatsächlich. Sprengladung. Das darf ja nicht wahr sein. Jetzt gehe ich rüber, egal was ist. Ums Eck offen. Dann haben wir mal wenigstens irgendeinen Fortschritt. Bis jetzt vielleicht kriegt der von dem auch Belohnungen, ein Messer oder so, weißt du? Vielleicht kriegt von dem einen Rest vom Bogen oder so. Ja, irgendwie so. Haben Sie es geschafft? Die Repeater sind offline. Alles erledigt. Wir haben nicht viel. Aber wenn Sie mit uns kämpfen, können Sie das hier benutzen. Dietrich. Okay, da waren irgendwo Sachen, wo ich den Dietrich benutzen kann. Hey, da drinnen, glaube ich, oder? Da drin? Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich vermute es fast. Na, es war... Aber es war in irgendeiner Art Hütte oder sowas. Ja, Messer, ne? Das ist hier logisch. Kannst du nur mit dem Kampfmesser Seil abschneiden, damit Eispickel. Glaube ich nicht, dass vor allem, es geht. Vor allem haben wir es ja schon geschliffen. Da drin, glaube ich, war was. Ich weiß nur, irgendwo drinnen. Wir haben auf jeden Fall zwei Sachen da gehabt zum Öffnen. Das und noch eines. Gar nichts drinnen, das gibt's ja nicht. Voll. Giftpfeile waren drin. Aber es war noch was. Irgendwas war noch, ja. Das könnte sein. Truhe. Ja. Wieder wo wir waren vorher. Vielleicht habe ich nicht genau geschaut. Hab's gewusst, zwei Sachen waren's. Ich hab's gewusst, dass da auch was ist, aber. Pistole! Endlich eine neue Pistole gekriegt. Ich will aber jetzt nochmal was basteln. Was haben wir da? Tasche. Auf jeden Fall einmal eine Tasche basteln. So. Das heißt, ein Handtäschchen. Da kann ich mehr mitnehmen. Ja. Kann ich wieder schneller was bauen. Naja, schau. Die ist schneller, kann mehr Munition tragen und schneller schießen. Aber der Schaden ist halt ein bisschen weniger. Der Schaden ist halt weniger. Die Rückstoßstabilität auch. Ja, ich nehme es trotzdem. Weil schaut aber cool aus. Für Fernkampf, für starke Fernkampfwaffe habe ich eh einen Bogen. Mhm. Ja. Noch mehr Munition. Sehr gut. Und dich ein Reh besuchen. Du kannst nicht mehr gesund sein, Reh. Na geh! Das gibt's ja nicht. Wenn es da und umdreht, wenn du zuschlagst. Schau's da an, es ist.
hinkt ja eh schon zu Tode. Wie ein Reh, so jagt. Popsch. Oh, zack. Ja, Geweih habe ich gekriegt. So, die Hasen vom Eichkätzchen davonlaufen. Dann kann ich mich jetzt nochmal um die Mission kümmern, bis ich jetzt ein Messer finde. Oder Sprengpfeile. Ist gestanden Sprengpfeile oder Sprengladung? Sprengladung, gell? Und für die Sprengladung brauche ich, was ist gestanden? Funkgeräte? Das habe ich nicht gelesen. Das ist schnell gegangen. Schau, da habe ich mich gefragt, wie komme ich da rein? Gar nicht. Irgendwie muss reingehen, das gibt's nicht. Ich komm später nochmal her. Jetzt muss ich mal zurück. Also nach vor, wo ich vorher war. Quest machen. Also ich muss da durch einen Baum irgendwie durch oder durch die Bäume. Ohne dass sich das bewegt. Die muss. Naja, die muss 3 Kilo haben. Hast du aber eh gesehen, dass sich der bewegt? So. Da ist sie weitergegangen, oder? Ich habe so eine Vermutung. Geht dann, oder? Ja. Ach Mist. Das war nicht absichtlich. Ich weiß. Ja, macht nichts. Ich weiß wenigstens, wo ich hin muss. So halbwegs. Jetzt waren wir eh schon, jetzt waren wir sicher über eine Stunde schon da. 4 Parts quasi. Na fast die ganze Zeit. Ja. Aus reiner Gier. Zu spät. Wo war das jetzt? Das habe ich jetzt nicht gesehen, ich habe geglaubt, du fällst runter. Habe ich auch geglaubt, ehrlich gesagt. Ja, komm, weißt was? War ich in der Höhle schon drin? Sicher bin ich jetzt nicht. Oder war das nicht die Höhle, wo gestanden ist? Da brauche ich diese Sprengpfeile, die. Noch einmal.